Wie erwünscht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Ja, wir sollen hier jetzt also eine Nachricht überbringen. Mal schauen, ob wir die uns einfach so reinlassen, ne? Bevor du etwas sagst, mach lieber schnell das Tor auf. Ich habe nämlich keine Zeit für lange, unnötige Unterhaltungen. Okay. Okay, man lässt uns einfach so rein, sehr schön. Umgeschaut haben wir uns ja schon, haben dabei einen dämlichen Spoiler vom Spiel selber bekommen, weil da nicht dran gedacht wurde, dass man da schon hin kann. Ja. Nicht du, immer wenn du kommst, gibt es nachher furchtbaren Ärger. Kann ja auch nichts für. Geh nur weiter. Wir sind also nicht gerne gesehen. Kann ich irgendwie verstehen. Ich mag den Typ auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mit der Typ ein bisschen unsympathisch. Aber na gut. Bam, 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 bam. Gibt es hier was zum Mitnehmen? Es scheint nicht so. Was sagst du? Was wirst du schon wieder hier? Ich habe etwas Dringendes mit der König, mit dem König zu besprechen. Soweit ich weiß, ist er aber nicht da. Mist. Aber die Königin weilt gerade im Thronsaal. Soll ich Bescheid sagen? Nicht nötig, ich klopfe einfach mal an. Okay. Okay. Oh, wir können nach links hier. Gibt sicher was. Sonst wäre der Raum nicht da. Hier lag eine Mixtur. Kann ich das da mitnehmen? Nö, schade. Einfach mal die Königsfamilie ausrauben, kann man ja auch mal machen. Okay. Geh nur rein, aber sei bitte behutsam mit deinen Worten. Die Königin ist derzeit sehr reizbar. Oh, hat sie etwa... Okay, ich sag nichts dazu. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich nicht da rein, aber na gut. Warum nicht? Was haben die denn? Schnappatmung oder was? Oder träumen die vom Essen und wollen gerade irgendwas kauen oder? Egal, raus hier. Raus hier. Kindermädchen zu sein ist ein verdammt harter Job. Also, wo ist nun dieses verflixte Malbuch? Das wäre doch auch mal eine Sidequest, ne? Ein Malbuch besorgen. Und da steht Ketchup. Ketchup steht da rum. Komm nicht dran. Gibt's hier was für mich zu holen? Ja. Oh. Welcher Witzbold hat nur den Salzstreuer mit dem Pfeffer gewechselt? Ja, keine Ahnung. Vielleicht die Katze. Die Katze war es bestimmt. Oh, warte, das hier ist das Malbuch. Oh, gleich drei. Krass. Hier lagen drei Lavendel. Aha. Und auch hier geht's. Kann man die Katze voll abgehen lassen. Immer wieder witzig, wenn sowas geht. Also, Kindermädchen, ich glaube, ich habe dein Malbuch gefunden, was auch immer das in der Küche zu suchen hat. Oh, könnten wir da auch runter? Nö. Ne, war scheinbar nicht das Malbuch. Ich habe so ein komisches Gefühl, Mann. Ob es an der letzten Mahlzeit liegt? Das kann ich ja auch nicht sagen. Wäre es keine gute Idee. Ich meine, jedes Böhnchen gibt hier bekanntlich ein Tönchen. Aber wir haben den doch gar nicht dabei, also hier ist irgendwas total buggy. Du kommst zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben vor kurzem erfahren, dass Anis angegriffen wurde und... Ich weiß es, jeder in der Burg spricht darüber und jetzt lass mich bitte durch! Ich habe etwas weitaus Wichtigeres mit dem König zu besprechen. Der König ist... Nicht da, ich weiß. Dann spreche ich eben mit der Königin. Also lass mich endlich durch. Wenn du mich schon so drängst! Ja, übrigens keine Zusammenfassung in letzter Zeit. Jetzt erstmal, weil ich will ein bisschen was testen. Ich fahre die mal zurück und fahre dafür vielleicht so ein bisschen den Video-Output hoch. Ist zumindest so grob der Plan. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ne? Ist, glaube ich, im Endeffekt geiler, den Video-Output hochzufahren, weil jedes Mal diese Zusammenfassung immer zu schnibbeln,
die Szenen rauszusuchen und bla. Ja, mal schauen. Nein, das darf niemals geschehen. Hören Sie, ich will auf keinen Fall, dass die Bürger darunter leiden müssen. Wir sollten alle Gasträume denen zur Verfügung stellen, die noch kommen sollten. Und niemand, absolut niemand, sollte abgewiesen werden. Haben Sie mich verstanden, Burgard? Wir schaffen das. Klar und deutlich, Eure Hoheit. Vergib mir meine Unverhohlenheit. Ich hatte nur die Befürchtung, dass wir von den Flüchtigen überrannt werden könnten. Wenn es nötig ist, werde ich sogar auf den Boden überschlafen. Aber Eure Hoheit! Keine Widerrede, Borgard. Seht zu, dass die Schutzgarde Bescheid weiß. Und sie sollen auch die Wachen im Tor verdoppeln. Jawohl, meine Königin, ich eile! Tsch. Oh, Entschuldigung. Pass gefälligst auf, wo du hinläufst, Borgard. Oder willst du an deiner eigenen Schleimspur schnüffeln? Frechheit! Wie könnt ihr vor der Königin zwei schmutzigen Worte in den Mund nehmen? Furchtbar! Eure Hoheit, ich entschuldige mich. Schon gut, ihr könnt jetzt gehen. Ich werde schon mit dem Rüdenton dieses jungen Herrn fertig. Wie ihr wünscht. Wie schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Was führt euch zu mir? Tut mir leid, wenn ich gleich mit der Tür ins Haus falle, aber es geht um die anhäufenden Angriffe auf die umliegenden Dörfer. Darüber gibt es nichts mehr zu berichten. Wir wurden bereits informiert. Mein Mann ist vor wenigen Tagen nach Anis aufgebrochen, um sich ein Bild von der Tragödie zu machen und erste Vorsorgungen zu treffen. Schön zu hören, aber ich befürchte, ich habe weitaus schlimmere Nachrichten. Wir haben herausgefunden, wer hinter dem ganzen Desaster steckt. Und es scheint, als hätte er das schon über Jahre zuvor eiskalt geplant. Dann ist meine Befürchtung wahr. Es ist Darn, nicht wahr? Oh nein, wenn es so wäre, würde er jetzt sicher nicht mehr am Leben sein. Es ist Sordak. Ihr selbst habt damals ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Oh ja, ich erinnere mich. Dieser Unruhestifter hat vor einem Jahr den Tempel Burash zerstört und ließ alle Priester brutal ermorden. Damals war ich auch der Überzeugung, dass es da gewesen ist. Aber soweit ich mich erinnere, seid ihr damals den wahren Täter auf die Spur gekommen. Aber welches Ziel verfolgt er damit? So genau wissen wir das leider nicht, aber es könnte durchaus sein, dass er Machtansprüche an dieses Land erhebt. Gier und Macht, die einzigen Gründe? Ah, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Mag sein, aber es sind durchaus glaubhafte Argumente, da sie mir von jemandem bestätigt worden sind, der ihn bestens zu kennen scheint. Sagt bloß nicht, ihr konntet... Och, gefangen nehmen würde ich nicht sagen. Und ich habe ihn auch nicht bedrohen müssen, sofern ihr das von mir denkt. Vorher mag das jetzt ein wenig ein Schock sein, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Das kann ich gar nicht recht glauben. Kann es sein, dass wir uns in dieser prekären Situation auch noch mit Mördern verbunden müssen? Nun, er mag zwar so manche üblen Sachen abgezogen haben, weswegen ich ihn auch schon jahrelang verfolgt habe, aber wenn jemand diesen Verrückten aufhalten kann, ist es wohl er. Vielleicht habt ihr ja mit dieser Behauptung recht, aber kann man einem Mann wie ihm denn vertrauen? Ich würde meine Hand für ihn ins Feuer legen, Hoheit. Wieso? Ich will Sie nicht mit meiner Lebensgeschichte langweilen, Teuerste, aber inzwischen ist eine Menge passiert, weshalb ich meine Meinung gegenüber Ihnen ändern musste. Er ist jetzt wirklich auf unserer Seite. In Ordnung, ich vertraue euch, aber ruht euch jetzt besser aus, ihr wirkt recht müde von der langen Reise. In der Tat, ich werde es mir wohl für eine Weile bequem machen und möchte Sie auch nicht länger stören. Oh, das tut ihr nicht, es ist immer wieder eine Freude, euch zu sehen. Ich werde dem König von den Neuigkeiten informieren, sobald er zurück ist. Wollt ihr, dass ich euch benachrichtige, falls ihr eine neue Entscheidung getroffen werden sollte? So, Push-Benachrichtigung und so. Nun, wenn es ein besonderes Ereignis eintreten sollte, gerne. Ich werde aber nicht lange in der Stadt verweilen. Bis dann, Hoheit. Bis dann, mein getreuer Freund. Ja, ein Verbündeter? Ob das gut gehen kann... Es wird gut gehen. Dieser Borgard watschelte eben wie eine beleidigte Ente an mir vorbei. Seltsam. Beleidigte Ente vor allem. Drei Mahlzeiten innerhalb einer Stunde sind zu viel, sagt zumindest mein Wundheiler.
Ja, in der Tat. Also, man kann es auch übertreiben. Borgert ist wirklich ein Schleim aus untergleichen. Ich frage mich nur, wieso ihn der König diesen Nichtsnutz schon längst entlassen hat, ne? Kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe, dass es wirklich wichtig ist. Ansonsten bekommen wir nämlich großen Ärger. Wie beim letzten Mal. Es ist wichtig. Es ist enorm wichtig. Geh nur. Ach, geh hin, wo du willst. Du machst es ja doch. Jetzt hast du es schon wieder geschafft. Dieser Borgert ist stocksauer und hat es gleich an uns ausgelebt. Ja, ist doch... kann ich doch nichts dafür. Also, ne, wenn der ein Depp ist, dann... wann der König wohl wiederkommen wird. Ja, weiß ich auch nicht. Treffen wir es gleich auf da oder was geht ab, Mann? Borgert ist so ein Arsch. Er verdirbt mir den ganzen Tag. Das kann ich mir vorstellen. Er klingt auch nicht sehr freundlich. Oh Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Mich ausruhen? Wie ist es zu mir? Ja, gibt's hier sowas wie ein Inn? Ich will ins Inn. Da will ich rein. Kann ich hier? Irgendwie hoch, ne? Naja, er wird mich schon bremsen, wenn ich falsch bin. Hoffe ich. Andererseits sagte er, wird nicht lange in der Stadt bleiben. Bitte unterlassen Sie das öffentliche Rauchen. Vielen Dank, der Räumungsdienst. Okay. Endlich geht's heimwärts. Ich bin schon saumüde. Hoffentlich finden die anderen jetzt auch etwas Frieden vor dem Sturm. Wie es Jamun wohl geht? Ach, was mache ich mir Sorgen? Der regt sich wahrscheinlich gerade über etwas tierisch auf. Das kann gut sein. Oh Gott. Oh, mein Kopf. Was zum... wo bin ich hier? Hey, lass mich hier sofort raus. Hm? Könntest du bitte aufhören, so einen Lärm zu machen? Wie soll man sich denn da konzentrieren können? Ach, soll ich jetzt etwa still hier in diesen engen Kokon ausharren, wenn du Miststück hier irgendwas mit mir anstellst? Vergiss es. Ich will hier auf der Stelle raus. Versuch es erst gar nicht. Da kommst du nicht raus. Ich habe deine Quelle versiegelt. Und sei nicht so garstig zu deinem Gastgeber. Ich will doch nur dir doch nur etwas Energie abzapfen. Daher bist du also drauf aus. Und wie willst du das anstellen? Indem ich dich hier drin eingesperrt lasse und du wieder meiner Arbeit nachgehe. Du entschuldigst mich jetzt also. Tschüssi. Verflucht. So, fertig. Jetzt muss ich nur noch abwarten. Was ist jetzt wieder los? Wieso fühle ich mich plötzlich so... was ist das für ein... Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass dieser Prozess nicht vollkommen schmerzlos vonstatten geht. Ich, Dummerchen, muss wohl in der Familie liegen. Glaub nicht, dass ich keinen Weg hier rausfinde, du Hexe. Und dann kannst du was erleben. Du hast es wohl noch immer nicht gelernt, mein Süßer. Dazu bist du doch noch nicht reif genug. Aber sieh das Ganze positiv. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du mir zu Füßen liegen und keine Gedanken mehr an dein zweifellos armseliges Leben verschwenden. Ich muss jetzt weg. Halt hier so lange die Stellung, mein Süßer. Tschüssi. Miststück, jetzt will sie mir nicht nur meine Macht, sondern auch noch mein Gedächtnis. Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwie sind alle hinter ihm her, ne? Ist schon verrückt. Ja gut, aber ich würde sagen,
was da scheinbar in der Vergangenheit los gewesen ist, weil das wirkt hier gerade so ein bisschen wie Vergangenheit. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Für diesen hier soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.